Hallo! Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich etwas ganz, ganz Besonderes vor. Und zwar haben wir das schon mal gemacht, ein Tag leben wie Pamela Reif. Ihr wisst ja, ich glaube, sie hat einfach so den größten Hype in diesem Lockdown gehabt und hat einfach so krass viel gearbeitet. Ich bewundere das voll, muss ich sagen. Sie hat ja diese App rausgebracht, die Pam-App. Super, super viele Workouts. So unendlich viele Rezepte. Also ich finde es mega cool. Ich sitze gerade draußen, weil so schöne Luft ist. Es ist noch super früh. Es ist kurz nach 8. Und ich dachte mir, wir starten den Tag natürlich mit einem Frühstück. Ich bin jetzt hier mal in ihre Pam-App gegangen. Kennen wahrscheinlich schon viele. Lohnt sich übrigens total. Hat, glaube ich, so eine monatlich, kostet die, glaube ich, 2,99 Euro. Also ich muss sagen, es lohnt sich total. Man hat hier immer die Workout-Pläne, die sie hochlädt. Man kann sich da total viel zusammenstellen. Man kann seinen Essensplan zusammenstellen. Man kann seine Einkaufslisten damit planen. Also es ist echt cool. Ich habe mir für diesen Montag jetzt auch ein Essensplan zusammengestellt. Ich kann euch das mal zeigen, wie das aussieht. So sieht das jetzt hier in der App aus. Jetzt ist Montag und die drei Rezepte habe ich mir ausgesucht für Frühstück, Mittag und Abendessen. Und ja, ich freue mich. Ich glaube, wir starten natürlich mit dem Frühstück hier. So, das Frühstück mache ich jetzt in diesen Gläsern. Und zwar ist das ja so eine Art Schichtfrühstück mit Kokosjoghurt, einer Schokoschicht und Kirschen. Genau, als erstes kommt auf jeden Fall der Kokosjoghurt. Ihr wisst ja, dass ich nie die Rezepte ganz zeige, einfach weil ich finde, das ist einfach so ein Respektding. Sie hat da ganz viel Mühe und Arbeit und Liebe reingesteckt, dass man dann einfach nicht sagt, ja, hier Leute, das ist das Rezept. Jeder soll sein Geld für harte Arbeit, finde ich, auch verdienen. Wenn ich koche, ist das echt immer so ein Saustall, ne? Ist das bei euch auch so? Sieht schon mal lecker aus, auf jeden Fall. Also so ist das Zwischenergebnis. Ich mache das jetzt mal zu Ende und zeige euch das dann. So, und das ist das Endergebnis. Also es sieht irgendwie nicht ganz so aus wie bei ihr. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz gut geworden. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass ich hier für diese Schokomasse, da gehören eigentlich so Schoko-Chips rein, dass ich da keine mehr hatte. Ich glaube, das hätte noch viel ausgemacht für die, einmal, dass es ein bisschen schokoladiger aussieht und auch für die Konsistenz. Aber es sieht trotzdem sehr lecker aus. Ich finde, es erinnert ein bisschen an Schwarzwälder Kirsch. Okay, also es ist ja so ein Schichtdessert. Ich muss es deswegen also so runter essen. Das ist richtig lecker geworden. Wie gesagt, nicht so hundertprozentig gleich, aber richtig, richtig lecker. Und das Innere zählt ja, ne? Und deswegen absolute Empfehlung. Also würde ich definitiv hundertprozentig nochmal nachmachen. Das war jetzt nicht schwer. Und das könnte man fast auch als Dessert, ja, finde ich, jemandem servieren. Für diese geheime Schokozutat, da würde ich sagen, kann es sein, dass man alles zu Hause hat. Also sind nur ein paar Sachen. Von daher, Daumen nach oben von mir. Und würde ich nachmachen. Also das Rezept hat auf jeden Fall schon mal gewonnen bei mir und wird nochmal bestimmt nochmal nachgemacht. So, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Frühstück hat mir sehr gut geschmeckt und natürlich kann man nicht einen Tag ohne Sport leben, wenn man Pamela Reif ist, beziehungsweise zumindest die meisten Tage in der Woche. Und ich liebe auch Sport, wie ihr wisst. Und deswegen machen wir natürlich jetzt Pamela Reif Workouts. Und ich freue mich, sie hat wieder einige neue rausgebracht. Seitdem die Fitnessstudios wieder aufhaben, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht jedes bisher gemacht. Sie hat ja auch diese coolen Workout-Pläne, die sie immer auf Instagram hochlädt, die dann so eine Zusammenstellung aus allen YouTube-Videos ist oder aus einigen. Also kann ich sehr empfehlen, falls ihr da noch Homeworkout-Ideen braucht, dann ist das wirklich cool. Ich habe mich jetzt in ein cooles Sportoutfit geschmissen, zeige ich euch gleich. Und werde dann jetzt eine Kombination aus drei verschiedenen Workouts machen. Das sind 30 Minuten, das finde ich ist super und kann man auf jeden Fall in den Alltag einbauen. Und zwar trage ich dieses coole Set hier. Ich zeige es euch mal vom Namen. Ich finde, es sieht so schön aus. Ich fühle mich da drin richtig, richtig wohl. Und zwar ist das Set komplett von Stronger. Hier seht ihr oben auch, das steht hier nochmal so drauf auf dem Sport-BH. Ich finde den übrigens mega besonders hier mit diesen zwei dünnen Trägern und dann hier mit dem dickeren. Sitzt übrigens auch richtig, richtig gut. Und was ich auch cool finde, ist, dass der so ein bisschen tiefer geht und dass man wirklich jetzt nicht so viel Haut sieht. Genau, und das ist dann die Hose. Die ist übrigens auch perfekt lang und ich finde das Muster mega, mega schön. Ich habe mich auf der Suche nach neuen Sportsachen, weil ich finde auch Sportsachen motivieren mega zum Sport. Gerade jetzt im Sommer, wo man vielleicht manchmal so sagt, nee, lieber draußen chillen anstatt Sport machen. Und da motiviert dann so ein neues Outfit total. Und ich habe auch einen 20% Rabattcode. Stronger hat so coole Teile. Die Qualität ist wirklich richtig gut. Mich hat die Qualität jetzt selber überzeugt. Ich habe auch noch ein paar weitere Teile, die ich euch gerne gleich zeigen kann als Inspiration. Aber Outfit Nummer 2, auch richtig cool. Hier habe ich mich für diese klassische schwarze Stronger Pants entschieden. Und dieser coole Sport-BH. Zu schwarz kann man natürlich auch alles kombinieren. Das finde ich sehr praktisch. Die Hose ist übrigens auch null durchsichtig. Und das Material, das finde ich übrigens bei allen Stronger Sachen, ist fest, aber nicht zu dick, wenn man versteht, was ich meine. Also ist jetzt nicht, dass man das Gefühl hat, man hat so richtig dicke Sportsachen an und deswegen sind sie fest, sondern es ist einfach die perfekte Mischung.
Und das ist dieser Sport-BH, finde ich auch sehr, sehr schön. Hat ein bisschen was von so einem Bikini-Top, finde ich. Dann noch ein Oberteil habe ich jetzt auch zu der schwarzen Hose kombiniert, und zwar dieses hier. Das ist mal ein ganz anderer Schnitt, geht auch ein bisschen weiter runter und ist so ein bisschen höher geschnitten, finde ich sehr cool. Und hinten hat es einfach diesen tollen Rückenausschnitt. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Zeigt so ein bisschen Haut und vorne halt nicht. Das finde ich irgendwie eine coole Kombi. So, jetzt habe ich mir mal die Workouts rausgesucht, die ich machen will. Also einmal kann ich sehr empfehlen, das habe ich schon mal gemacht, das Upper Body Workout von Pamela. Das sind 10 Minuten. Dafür braucht man so ein Booty Band. Das funktioniert auch richtig gut. Und dann das Bubble Butt Workout. Ich hatte wieder Lust drauf, den Po zu trainieren. Und ich glaube, ich mache auch noch hier dieses 8-Minute Upper Body und Neck Stretch. Einfach weil ich dachte, das passt ganz gut, weil das ist schon ziemlich anstrengend. Ja, weil Oberkörper, finde ich, trainiert man immer nicht so oft. Oder ich zumindest nicht. So, mittlerweile war ich übrigens duschen. Workout war super, hat mich richtig so mich gut fühlen lassen. Kann ich auch sehr empfehlen. Heute ist so ein, es ist warm und es ist schwül, irgendwie ein komisches Wetter. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute Mittag sozusagen was Erfrischendes essen und heute Abend sozusagen so eine Art Mittag-Abendessen, also was Herzhaftes. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich komplett meinen Plan umgeworfen hatte. Ich habe jetzt doch ganz andere Sachen auf meiner Liste. Und deswegen gibt es jetzt zum Mittag die Peanut Butter and Jelly Smoothie Bowl. Sieht auf dem Bild übrigens so aus. Unfassbar lecker. Vor allem mit diesen zwei Schichten. Ich dachte nämlich erst, dass das nur so eine Art Topping ist. Aber nein, das sind tatsächlich so zwei Smoothie Bowls nebeneinander. Das werde ich gleich mal machen und hoffe, dass ich das genauso gut angerichtet bekomme. Es ist übrigens 1:15 und ja, wie gesagt, das Wetter ist merkwürdig. Ich glaube, es regnet heute auch noch. Ich habe mich jetzt übrigens nach dem Duschen in diesen Zweiteiler geschmissen, auch von Stronger. Ich finde übrigens auch cool, dass die Marke so dezent nur, also dass es da so draufsteht. Hier zum Beispiel auf den Bändern, ganz leicht hier ist so ein Schnipsel, aber ansonsten eben nicht. Das finde ich sehr, sehr hübsch. Ich war eben extra noch beim Erdbeerstand, habe frische Erdbeeren geholt, weil das, glaube ich, in dem Rezept also perfekt wird. Und das wird jetzt hier der Erdnussteil für die Bowl. Ich mixe das Ganze jetzt mal. Bin mega gespannt auf die Konsistenz. Ihr habt gesehen, da ist nämlich Zucchini drin. Kurzes Zwischenfazit. Das sollte ja der Erdnussteil sein. Also das sieht bei mir jetzt nicht so aus wie bei ihr. Der ist viel, viel grüner und nicht so erdnussbutterfarbend. Aber ich glaube, das liegt daran, da ist ja Zucchini drin, habe ich euch ja gesagt. Und sie meinte, optional kann man die Zucchini schälen. Ich dachte mir aber, so für gesund und so, ist es halt besser, die Schale dran zu lassen. Deswegen, ja, vielleicht ist es deswegen so grün, weil die Schale logischerweise von der Zucchini grüner ist als der innere Teil. Ja, nur so als kleiner Tipp, falls ihr das Rezept auch mal ausprobiert. Also mich stört es nicht, man schmeckt es auch überhaupt nicht übrigens, die Zucchini. Das ist immer super, weil Zucchini halt super viel Volumen gibt, aber halt keinen Geschmack in sowas hat und halt schnell von Bananen- und Erdnussbutter überdeckt wird. Aber ich mache jetzt nochmal den zweiten Teil und das wird bestimmt mega lecker. Okay, wow, wie gut sieht das bitte aus? Aber der pinke Teil ist ja wohl umso besser geworden, auch wenn das irgendwie grün aussieht. Aber wie lecker sieht das bitte aus? Das ging jetzt auch ultra, ultra schnell. Also ich bin gerade richtig begeistert und ich stelle mir das mega gut vor. Ich habe natürlich noch nicht probiert, den Taste-Test machen wir gleich zusammen. Mein Freund darf natürlich auch probieren. Und mega lecker. Vor allem, ich finde, die Zucchini schmeckt man halt wirklich nicht. Nee. Gar nicht. Das ist einfach richtig erfrischend, vor allem für das Wetter. Sehr, sehr lecker. Sehr zu empfehlen. Richtig erfrischend. So, es ist Zeit vergangen. Wie ihr seht, habe ich mich geschminkt. Ich habe nämlich vorhin noch ein Video gedreht. Und jetzt ist es gleich 18 Uhr. Und wir haben echt Hunger. Kann man sich, glaube ich, denken. Wir haben ja noch nicht so viel gegessen heute. Aber es war, wie gesagt, auch ganz komisches Wetter. Es hat zwischendurch übrigens auch geregnet, wie ich meinte. Und jetzt essen wir eine Bananenreispfanne süß-salzig. Klingt doch verrückt, oder? Sie hat echt viele herzhafte Rezepte so in ihrer App. So sieht das übrigens hier aus. Ich finde es sehr ansprechend. Das Coole ist nämlich, wir haben auch noch vorgekochten Reis. Falls ihr mir nämlich auf Instagram folgt, dann wisst ihr vielleicht, dass wir indische Nachbarn haben. Und die haben uns tatsächlich was vorbeigebracht. Und die haben so eine große Menge Reis da gehabt. Das hätte man gar nicht zu den Portionen essen können. Wir haben da schon 2 Tage von gegessen. Und jetzt gibt es heute das eben. Und eine Banane haben wir auch noch. Und Gemüse haben wir auch noch Reste. Also eigentlich auch eine perfekte Resteverwertung.
Und das machen wir jetzt. Soll auch ultra schnell gehen. Ich weiß gar nicht, steht das hier eigentlich irgendwo in der App, wie lange man braucht? 30 Minuten. Liegt aber, glaube ich, daran, dass man schon 10 Minuten den Reis kochen müsste. Das muss ich ja nicht tun. Also ein schnelles Essen. Das ging jetzt schneller als erwartet. Also das ist der fertige Reis. Hier sieht man es, glaube ich, ganz gut. Da ist nämlich Gemüse drin. Also ich habe jetzt hier Zucchini. Ja, man kann aber alles reinmachen. Und ansonsten haben wir hier Reis, Banane, Hähnchen. Gibt natürlich auch eine vegetarische Variante. Ich bin so, so gespannt, ob das gleich lecker ist. Ich habe jetzt mich sehr an die, sagen wir mal, Gewürzvorgaben gehalten. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, wie es schmeckt. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Vor allem ist das mega schnell gemacht. Also ich schwöre es euch, das hat jetzt 10 Minuten gedauert. Einfach, weil der Reis schon fertig war. Hammer. Okay, Test, Test. Ich versuche jetzt hier wirklich mal einmal alles auf den Löffel zu bekommen. Mit der Banane vor allem auch. Okay. Heiß. Voll lecker. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen nachwürzen. Ich weiß noch nicht so genau, womit. Ich stehe nicht so scharf. Da ist nämlich Chili drin. Und Salz ist schon ziemlich viel drin. Man soll ja nicht so viel Salz essen, ne? Also unser Fazit ist, es war sehr lecker, aber ich würde tatsächlich nächstes Mal Gemüsebrühe mit da reinmachen, damit es mehr Würze bekommt, weil so ist da jetzt nur Chili und Salz drin. Das Salz ist halt salzig und das Chili scharf, aber es fehlt so ein bisschen diese Würze, dieser Geschmacksträger. Aber Gemüsebrühe ist ja eigentlich an sich auch kein Problem. Trotzdem bekommt das Gericht einen Daumen nach oben. Sind wir jetzt satt für heute? Nein. Okay, mein Freund nicht, ich schon eigentlich, aber so einen kleinen Snack. Was snackt Pamela Reif eigentlich außer ihre Riegel? Wahrscheinlich ihre eigenen Produkte, ne? Okay, Leute, ich bin absolut begeistert. Der Tag hat mega viel Spaß gemacht. Ich kann die App übrigens mega empfehlen. Ich fühle mich richtig gut. Die Komposition habe ich gut ausgewählt, finde ich. Die Sachen passen jetzt echt gut zusammen. Vor allem auch für so einen warmen Tag. Jetzt haben wir nochmal was Richtiges mit dem Reis im Magen und man ist dann doch satt. Und davon kann man auch echt eine große Portion noch machen und dann halt am nächsten Tag essen. Das ist auch praktisch. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, da gibt es ja noch so viele andere Rezepte, dann schreibt mir das gerne mal. Oder vielleicht kennt ihr noch eine Person, nach der ich sozusagen auch mal einen Tag leben soll. Also wenn ihr da jemanden habt, schreibt super gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!